KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Mysteriöser Leichenfund im Mädcheninternat. Eine Schülerin liegt tot in ihrem Bett. Was ist denn mit ihren Händen, Doc? Ja, also mir scheint, mit diesem Klebeband wurden ihr postmortem die Hände auf den Mund festgeklebt. Naja, es hat fast einen symbolischen Charakter. Aha. Ja gut, kannst du schon irgendwas zur Todeszeit sagen? Tja, also wie es aussieht, würde ich sagen, es muss in der Früh passiert sein, so zwischen 3 und 4. Und Todesursache? Na, das ist schwer zu sagen. Könnte sich um eine Vergiftung handeln. Wir müssen die Obduktion abwarten. Ja, ist klar. Danke. Ich komme gleich wieder. Herr Schultheiß, richtig? Ja. Sie sind hier der Hausmeister? Ja. Okay, und Sie haben das Mädchen gefunden? Ja, habe ich gefunden. Was wollten Sie eigentlich hier im Zimmer? Wir haben zurzeit Ferien und da mache ich mal Reparaturarbeiten, Heiz- und Sanitäranlagen und so. Und ich dachte eigentlich, das Zimmer wäre leer. Ist Ihnen hier drin irgendetwas aufgefallen? Ich meine, fehlt irgendetwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Herr Schultheiß, hier steht ein zweites Bett drin. Da wohnt noch jemand? Ja, es ist noch ein zweites Mädchen. Aber soviel ich weiß, ist sie schon seit 2 oder 3 Tagen verschwunden. Verschwunden? Ja. Ein Mädchen ist tot und ein anderes verschwunden. Ja, aber die ist bestimmt im Urlaub gefahren, ohne sich abzumelden, wenn Sie mich fragen. Hoffentlich. Herr Schultheiß, haben Sie irgendetwas angefasst? Sicher, nein. Ich habe nichts angefasst. Ja, das sieht man ja alleine schon in den Krimis, dass man nichts anfassen darf, wegen der Spuren alleine schon. Ah. Markus, kommst du mal bitte? Wir müssen unbedingt das Areal auch vor dem Internat absuchen. Irgendwie muss der Täter ja hier reingekommen sein. Okay, danke. Sagen Sie, Herr Schultheiß, wissen Sie, ob die Tote hier Freundinnen im Internat hat, die im Moment noch hier sind? Ja, da gibt's noch 2 Mädchen, aber wo die sind, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Fahren Sie besser die Schulleitung. Okay. Ja, also wie gesagt, wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Michael Naseband und das ist mein Kollege Gerrit Grass. Und ihr seid Freundin der Toten, ja? Oder wart Freundin? Ja, schrecklich das alles. Wir können es selber noch gar nicht fassen. Sie haben bestimmt ein paar Fragen an uns, oder? Ja, in der Tat, das haben wir. Wann hatten wir das Mädchen zuletzt lebend gesehen? Gestern Nachmittag, so gegen 16 Uhr müsste das gewesen sein. Und wo? Hier im Aufenthaltsraum. War sie alleine? Ja. Und danach habt ihr sie nicht mehr gesehen? Nein, das haben wir doch eben schon gesagt. Sie glauben, wir haben was damit zu tun? Wir waren es nicht, wirklich nicht. Damit das schon mal klar ist, wir waren die ganze Nacht auf unserem Zimmer. Hm. Okay, könnt ihr euch vorstellen, wer sowas getan haben könnte? Keine Ahnung. Hatte eure Freundin vielleicht in der letzten Zeit Streit mit jemandem oder hat sie schlecht über jemanden gesprochen, hat sie jemanden verraten? Weil der Täter hat ihr mit Klebeband die Hände auf den Mund geklebt. Wen soll sie denn verraten haben? Sie waren in den letzten Tagen echt gut drauf. Was ist denn eigentlich mit ihrer Zimmerkollegin? Die ist verschwunden? Keine Ahnung, wo Wendy abgeblieben ist. Aber die hat seit ein paar Wochen einen neuen Freund. Wahrscheinlich ist sie mit dem durchgebrannt. Und wie heißt er? Wissen wir nicht. Den hat sie vor uns geheim gehalten. Vielleicht ist er hässlich wie die Nacht. Was weiß ich. Habt ihr vielleicht ein Foto von Wendy? Ja. Gut, okay. Dann sind wir eigentlich durch. Wenn wir noch was haben, dann melden wir uns wieder. Ja? Ja. Okay, danke schön. Ja. Die Rechte auf dem Bild. Okay. Und was wir hier erfahren, sind wirklich schockierende Ereignisse. Drogenskandal im städtischen Internat. Eine junge Frau starb an einer Überdosis Crystal. Crystal, ein Amphetamin, welches in hoher Dosierung zu einem schrecklichen Tod führt. Extreme Angstzustände und heftige Kreislaufprobleme musste diese junge Frau durchstehen, bevor die Droge sie umbrachte. Werden weitere Drogenopfer folgen? Verpassen Sie nicht unsere große Reportage heute Abend um 8. Mach mal kurz aus, bitte. Das kann doch nicht sein, oder? Sag mal, woher wissen die denn schon davon? Und dann auch noch so reißerisch aufgemacht. Habt ihr vielleicht mit irgendjemandem hier über die Sache gesprochen heute schon? Wir wissen das auch erst seit heute Morgen. Ist vielleicht in letzter Zeit schon mal was Ungewöhnliches vorgefallen bei euch hier? Nicht, dass ich wüsste. Dann haben die gerade über unseren Fall gesprochen. Ja, aber woher kennt ihr die Todesursache? Die kennt noch nicht mal der Doc. Ja. Wir sollten direkt mal zu dem Journalisten hinfahren und ihn fragen, wo er seine Informationen hat.
Tut mir leid, aber meine Quellen kann ich Ihnen nicht verraten. Das ist Informantenschutz. Hören Sie, da draußen läuft ein Mörder rum. Und wenn wir den nicht fassen, dann sucht er sich weitere Opfer. Mörder? Was denn für ein Mörder? Also ich weiß nur, dass sich ein Mädchen zu viel Crystal gespritzt hat. Ja, dann sind Ihre Informationen falsch. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach einem Mörder. Vielleicht stecken ja auch Sie hinter der ganzen Sache. Ich meine, so wie Sie sich verhalten. Hey, Moment mal. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, ja? Ich war die ganze Nacht zu Hause. Das kann meine Freundin bestätigen. Na gut, dann sagen Sie uns doch einfach mal, woher Sie das mit der Todesursache wissen. Wir haben einen anonymen Brief bekommen. Da stand alles drin. Ach so. Er kriegt einen anonymen Brief und macht direkt eine Story draus. Nein, ich habe es natürlich überprüft. Ich habe heute Morgen im Internat angerufen und die Internatsleiterin hat mir gesagt, dass es eine Tote gegeben hat. Und dann habe ich aus dem Brief eine Story gemacht, okay? Können wir den Brief mal sehen? Tja. Kai, unser Praktikant, hat ihn in der Post gefunden, bitte. Ja, angefasst haben sie ihn schon. Gut. Okay, dann benötigen wir noch Ihre Fingerabdrücke. Von Ihnen beiden zu Vergleichszwecken. Im städtischen Internat ist ein Mädchen an einer Überdosis Crystal gestorben. Sie müssen das unbedingt veröffentlichen. Alle sollen davon erfahren. Bla bla bla. Sie müssen unbedingt den Leuten klar machen, wie gefährlich Drogen sind und dass sie tödlich sein können. Es hört sich auf jeden Fall so an, als wenn das Mädchen sich das Zeug freiwillig gespritzt hätte. Hören Sie, wenn dieser anonyme Briefschreiber sich wieder bei Ihnen meldet, ja? Sag ich sofort Bescheid. Geht in Ordnung. Geht auch. Also auf dem Brief waren definitiv keine Fremdspuren. Außer den Fingerabdrücken der Fernsehleute nehme ich an. Und das Alibi des Journalisten stimmt auch. Herr Kikitaze, da bin ich wieder. Also das Mädchen ist genauso gestorben, wie es in dem Brief beschrieben wurde. Ja, dann hat dir der Täter tatsächlich die Droge in den Arm gespritzt. Sagen Sie mal, haben wir Hinweise darauf, dass sie sich gewehrt hat? Anscheinend nicht. Aber bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Lage der Leiche nachträglich verändert wurde. Also das heißt, die Mädchen wurden erst nach Todeseintritt die Hände vor dem Mund gebunden. Ja, dann muss derjenige, der ihr den Mund zugeklebt hat, nicht unbedingt derjenige sein, der mit ihrem Tod was zu tun hat. Nicht zwingend. Also auf Deutsch gesagt, wir haben gar nichts. Sehe ich das richtig? Naja, warten wir es mal ab. Die Kollegen von der Spurensicherung suchen noch mal das Gelände des Internats ab. Sie halten mich jedenfalls auf dem Laufenden. Ja, klar. Machen wir. Tschüss. Schlechte Nachrichten. Die Spurensicherung hat eine weitere Leiche gefunden. Die des Mädchens, das angeblich mit ihrem Freund durchgebrannt ist. Wo? Sie war auf dem Dachboden des Internats versteckt. Also sie ist seit etwa 2 Tagen tot. Waren diese Teppiche eingerollt. Und die Todesursache? Auch eine Überdosis? Ist möglich. Sie hat hier diese Einstiche. Könnte also eine Überdosis gewesen sein. Ja, auch. Das wird die Obduktion zeigen. Okay, danke. Kollege, hast du schon irgendwas gefunden? Ja, hier. Schau mal. Zeig mal. Also sie trägt auf jeden Fall auf beiden Seiten einen anderen Ohrring. Ja, vielleicht haben wir Glück und der ist vom Täter. Wir sollten auf jeden Fall noch mal mit den Freundinnen reden. Fanny ist auch tot? Überrascht? Ja, natürlich. Was soll die Frage? Wurde sie denn auch ermordet? Mädels, wir wissen ja nicht mal, ob das erste Mädchen in einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Hatten eure Freundinnen vielleicht Drogenprobleme? Wir haben vielleicht auch was ausprobiert, aber jetzt nie so hartes Zeug. Komm, eure Freundin hat das Zeug freiwillig genommen. Es gibt jedenfalls keinen Hinweis darauf, dass ihr das Zeug irgendjemand eingetrichtert hat. Schwachsinn! Und wer hat Miriam die Hände auf den Mund geklebt? Mann, da draußen läuft ein Freak rum, der beide umgebracht hat. Ja, ein Freak? Vielleicht ein Freak, der solche Ohrringe trägt? Ach du Scheiße. Das war's. Was denn? Sag nichts. Du musst nichts sagen. Raus mit der Sprache. Kim. Raus mit der Sprache. Kim. Das ist Jessicas Ohrring. Wir haben ein paar Drogen ausprobiert. Und dann ist alles schiefgelaufen. Was ist schiefgelaufen? Ja, ab und zu probieren wir auf dem Dachboden ein paar Drogen. Und diesmal war es Crystal. Ja, das ist ja super. Ja, ich weiß, dass es nicht gut war, aber jeder von uns hat was genommen. Und Wendy hat irgendwie zu viel erwischt und dann war es zu spät. Sie hat nicht mehr geatmet, oder? Nein. Und warum habt ihr keinen Krankenwagen gerufen?
Wir waren alle total dicht. Und dann, was, wie gesagt, er hat nicht mehr geatmet. Was hätten wir denn machen sollen? Dann habt ihr das Mädchen einfach in den Teppich eingewickelt? Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir hatten solche Angst wegen der Drogen. Aber sie war ja sowieso schon tot. Tja, weil ihr ja nicht dort... Hallo, ihr hättet ihr helfen können, oder? Was ist denn mit dem anderen Mädchen, die wir tot auf ihrem Zimmer gefunden haben? Miriam? Ja. Damit haben wir wirklich nichts zu tun. Vielleicht hat sie noch mal was genommen. Ich weiß es nicht. Als wir sie zuletzt gesehen haben, hat sie noch gelebt. Habt ihr sie vielleicht auch einfach so sterben lassen? Nein. Davon haben wir wirklich nichts mitbekommen. Wir waren gar nicht auf unserem Zimmer, weil wir abends abgehauen sind, um im Club tanzen zu gehen. Ja, ihr seid ja schöne Freundin. Das wird auf jeden Fall noch Konsequenzen für euch haben.